Mit euren coolen in Dominus und ich auf meinem kleinen Hans. Setz dir noch die Tür zu. Ja, ja, ich mach schon. Du bist halt trotzdem das stärkste Tier, weil du halt nur mal brüllen kannst. Das ist auch. So meinst du? Im PvP musst du das halt auch immer direkt nutzen. Mach ich auch, hab ich gemacht. Hab ich bis jetzt mal gemacht. Gut. Du warst nur nicht in meiner Gruppe, deswegen konntest du es nicht sehen, aber ich hab's gemacht. Ich hab halt nur einmal gesehen. Ich hab's gemacht. Okay. Okay. Ja, wir machen ein bisschen mehr Schaden. Ja, baden gehen. Wir müssen weiter rechts. Weiter rechts, wir können auch hier. Und wir müssen ja sowieso schwimmen, weil zu fett sind für Flüsse. Ich bin nicht so schnell wie ihr. Da hinten ist ein Spino. Wo? Level 60. So, ja, dann lass uns mal schwimmen, ja. Schwimmt ihr schnell? Nee, nicht wirklich. Wir sollten den Spino gleich mal fressen. Können wir ja so vorbeigehen. Schwimmt viel schneller als ich. Oh Gott, was war das? Irgendetwas, was schon tot sein sollte. Guck mal, da ist noch so ein Akro-Kanto gespawnt. Ja, brauchen wir erstmal nicht. Aber aufessen, damit Spinos spawnen können. Ja, wenn ihr halt nicht auf mich wartet, nur weil ihr schneller seid. Da steht er. Kurz ein bisschen Stamina. So, der. Ja, ich auch. Der hat gerade halt am Rex nicht so viel Schaden gemacht, weil ich bin noch nur einmal getroffen worden. Wenn wir da mit Knockback arbeiten, dann dürfte das kein Problem sein. Aber er ist auch so ein bisschen wie ein Kentro, ne? Also okay. Man kriegt Damage, wenn man ihn beißt. Weil hier, er sieht halt auch so aus wie ein Kentro. Mhm. So. Ein Spino. Hinten ist der nächste rote Giga gespawnt. Und dann los. Ja, Level 20. Macht ihr das mit dem oder soll ich mithelfen? Wir sind schon voll dabei. Ich sehe nicht, ob er Damage kriegt. Doch, doch, der kriegt Damage. Komm mal gucken. Gut, Damage? Geht so. Nee. Das dauert auf jeden Fall eine Weile. Es wird ewig dauern. Na, ewig jetzt nicht. Auf jeden Fall nicht so lange wie das Krokodil bei Conan. Haltet ihr das aus vom Leben her? Bisher ist alles gut. Der hat auf jeden Fall mehr verloren als ich. Er hat doch noch nicht einmal geschlagen. Der Arm. Gib mir ihn weg, nein! Warte, ich geh von der anderen Seite ran. Genau. Du machst zwar nicht so viel Knockback wie wir, aber. Aua! Oh. Vielleicht müssen wir ja nicht so viel damit machen. Vielleicht kommt dir gleich die schöne Botschaft, dass wir ihn jetzt. Ey, wenn ich ihn haue, dann schlägt er. Wenn ihr ihn haut, dann nicht.
Ja, wir haben genug Reichweite wahrscheinlich. Ihr habt jetzt ungefähr ein Viertel runter. Räumen wir gleich so ein Diplo aus Versehen noch aus dem Weg. Ups. Haben wir nicht? Ja. Haben wir doch getötet. Du kannst dich ja mal umschauen, Ari. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Und wie weit ist er? Ja, ein Drittel runter, würde ich sagen. Ja. Wir könnten uns halt auch so ein bisschen zurückziehen vielleicht mal und Blutungsschaden wirken lassen. Ja, vielleicht mal von der anderen Seite auch rangehen, dass er nicht ins Wasser kommt. Ach, lassen ihn jetzt einfach so ein bisschen zurücklaufen. Dann kickt der Blutungsdamage rein. Wenn man den tamen könnte, wäre das so geil. Mhm. Weil, was kannst du damit denn nicht töten? Also, natürlich alles, was dich runter schreit, aber wenn wir da so lange drum einbeißen müssen, tötet den ja nix. Ja, und jetzt AFK, gell? Ja. Ja, wir haben schon unter die Hälfte. Ja, blutet langsam auch. Ah, er will weglaufen. Nix da. Niemals! Hier auf jeden Fall gleich ein bisschen zu tun, den Dominos-Fetze zu heilen. Ja, also viel Schaden hat das verlieren ja nicht. Nee, aber es ist halt schon so, ich habe jetzt 10.000 Leben verloren. Okay. Sind halt zwar insgesamt 45.000, aber... Ich glaube, hier spawnen einfach keine Spinos an dem Strand. Hier waren noch vorhin welche. Ja, nicht so weit hinten. Nur weiter vorne. Also, das ist jetzt schon eine miese Stelle, wo wir dort haben. So ein Viertel ungefähr noch. Nur Gigas, ich komme wieder zurück.
Plus vielleicht gleich ein bisschen XP. Ist ein Nikoraptor dazwischen gelaufen. Mhm. Ja, ich komme einfach so das Signal. Sie haben arg durchgespielt. Vielen Dank. Ja. Oh, gleich habt dann. Mhm. Boah, mein Finger ist auch langsam. Mhm. Der heilt die zwischendurch auch immer ein bisschen hoch irgendwie. Ja. Braucht man schon echt viel Schaden. Gleich hab die. Oh, da ist er. So. Oh. Keine epische Musik? Nix. Keine XP? Oh, ich hab aber Element hab ich gekriegt. Was? Ei? Oh lol. Zement. Zement? Ja, guck doch. Oh, joi. Das ist ja geil. Okay, haben wir noch einen? Warte mal. Ach du Scheiße. Oh, das ist viel Element. Und wie viel Cementing Paste? Voll gut. Wollen wir hochgehen? Ja. Ja, das musst du erzählen. Achso, okay. Ich habe übrigens keine XP bekommen. Den Viechern später. User Gehege voll. Hallo. So, da sind wir. Wir haben Neuigkeiten. Also, wir haben das Vieh getötet. Es hat übel lange gedauert. Und wir haben jetzt als Loot bekommen, 2.500 Zement und wie viel Element? Element. Ja, Element. Ja, ziemlich viel Element. Warte mal, 120, 160. Ihr habt Element von den Viechern bekommen. Mhm. Okay, das können wir jetzt natürlich erstmal einlagern, weil ich glaube nicht, dass wir. Also, ich habe erstmal diese ganzen Elemente, die können wir eh nicht machen. Die sind gar nicht verfügbar hier. Ich hab ein Problem. Nein! Nein, und ich konnte es nicht auf neutral fighten. Was? Wo, wie, vor der, warum? Vor der Base links rum. Na, da sind wir nicht und schnell genug. Links rum? Wieso konnte ich nicht mehr pfeifen? Verdammte Scheiße. Weil du gestunt warst, in diesem festgehalten werden. Oh, ich komme nicht mal mehr hier raus, weil hier alles ineinander sitzt. In Domina 11.000 ja, so komme ich auch nicht raus. Katniss ist da auch im Weg. Vielleicht komme ich ja so raus. Ich glaube, Indy ist gleich tot. Ich bin schon unterwegs. Nein, was genau greift denn da gerade an? Ganz viele Raptoren. Ach, mein Scheiße. Horde. Ich komme hier rum. Geh da rauf. Nein, jetzt ist das Tor wieder offen. Ich lasse das Tor jetzt offen. Ich gehe schnell dahin. Links rum hast du gesagt, ja? Wenn ich aus welchem Tor rausgehe? Bei unserem Haupttor? Beim Haupttor oder dem ganz rechts? Und wo ist das jetzt genau? Also. Oh Gott. Indy, werde ich! Wo denn? Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Na! Ich weiß nicht genau, wo es ist. Du musst mich bisschen ich bin da. Mit was bist du da? Ich bin jetzt mit einem Iguanodon, weil alles andere war eingepfercht, weil da ein großer, fetter, roter Giga im Weg stand. Nee, sie ist nicht fett. Aber sie stand im Weg. Ja, ich bin mit Dominus jetzt wieder zurück. Den kannst du direkt mal heilen. Okay, also dieser Akrokanto ist nicht unbedingt sehr stark beim PV, also beim Angriff. Jetzt hänge ich hier irgendwie fest. Hat's irgendein Viech zerlegt eigentlich? Ne? Oh also, Gott! Ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe keine Ahnung. Du hast das jetzt schon geklärt, oder? Ja, alles gut. Ich habe mich rausgekämpft. Ich habe jetzt halt das Iguanodon dabei. Aber du hast das jetzt schon. Der ist jetzt schon gesaved, der Indy, oder? Ja. Hier geht's zwar nicht ganz so gut, aber es ist safe. Okay, die Rare Sighting wird gleich entfernt, denn wir haben eine Bausession. Also,
Wir brauchen, glaube ich, mehr Parkplatz für unsere Tiere, weil so kommt man nie rechtzeitig raus, wenn alles im Weg steht. Naja, ich kann daran arbeiten, dass ich, nachdem ich die Gyrosphäre gemacht habe, wenn es endlich mal wieder hell geworden ist und ich wieder Strom habe unten, dann kann ich direkt nochmal ein bisschen einen größeren Bereich unten abzäunen und dann könnten wir da die Tiere parken. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Indominus sehr schnell rückwärts schwimmen können. Ja. So, dann machen wir das jetzt nämlich gleich. Da brauche ich allerdings sehr viel Rohmetall und sehr viel Steine. Also, wie gesagt, wenn da jemand noch farmt, immer schön Nachschub machen, dann kann ich da auch was bauen. Dann kann ich vorne noch mal ein bisschen größeren Bereich dicht machen. Dann stehen die Tiere ja nicht mehr oben so aufeinander gepackt. Ich habe mal den Rex geclaimed. Oh okay. Gott. Ja, es ist auch sehr gut. Diejenige, die nie damit rausgeht, ne? Nein, das Ding ist, ich habe den total vergessen, dass der jetzt schlüpft. Ich hatte es aber gesagt in zwei Minuten. Ja, und dann bin ich hochgelaufen und Tatsache, er war schon geschlüpft. Ja, das ist der beste Rex, den wir haben. Damit darfst du dann PvP machen. Wer? Na du. Ja, wer? Du. Ich? Auf dich ist er geprägt, dann musst du ihn halten. Ja. Oh nein, was hab ich getan? Wir können die Indominus nach oben stellen. Diese gehässige Lache werde ich niemals vergessen. Die Rache wird kommen. Was? Mhm. Was? Mhm. Was? Ich hier jetzt die ganze Zeit nackt rumrennen muss. So, Nami, in der zweiten Etage stehen zwei angeschlagene in Dominus. Oh mein Gott, sieht das böse aus. Ja, ich kümmere mich hier um die Tiere, die hier unten sind, die angeschlagen sind. Haben die Ornitholestes einen Nachtboost? Die haben voll die leuchtenden Augen im Dunkeln. Ja, vielleicht sind das große Trodons, man weiß es nicht. Ja, wäre irgendwie lustig. Viel können tun sie nicht, aber ja. So, Spiel, du meintest jetzt, der ist nicht so krass, ne? Der Arco. Nee, blablabla. Der macht nicht so viel Schaden. Ich habe gerade ewig gebraucht, um damit so einen Jurassic Park Giga zu töten. Aber okay. Er hat ihn in die Flucht geschlagen. Also ich habe den gebissen und der ist direkt weggelaufen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht macht er so ein Angst-Dings. Greif mal alles auf passiv. Kannst du mich mal wieder aus dem Tribe schmeißen gleich? Oh je, gleich eskaliert wieder alles. Ich sitze hier aber gerade auf diesem Giga. Ich weiß nicht, ob das Pfeifen ich glaube dafür auch, zählt, oder? Shadow, ihr solltet dann aber ein bisschen weggehen, weil hier doch die Babys stehen. Ja, geht bloß weg von den Babys. Sonst fallen die runter und sind alle tot. Das ist schon okay, ich muss eh unten dann warten. Dann schmeiß mich aber jetzt mal raus. Okay, aus dem Moment, bitte. Sekunde. Jetzt einfach alles mit, was hier rumläuft. Shadow und entferne Spieler aus dem Stamm. So, du bist jetzt raus. So, dann musst du jetzt einmal diesen komischen Eich, den Dino nehmen halt und mich damit beißen. Okay. Achtung, du machst mit Trampel Damage. Ja, nee, ich renne nicht, ich laufe langsam. Vorsicht. Da war wirklich war der High-Level mit dabei. Ich habe auch gerade Schaden gekriegt. Nami? Ja? Dich mal kurz um ihn hier kümmern? Warum habe ich denn jetzt Schaden gekriegt? Ich habe hier Baby-Rex. So, dann beiß mich mal. Warte mal, ich muss mal Licht anmachen, sonst sehe ich dich gar nicht. Ich soll dich beißen, ja? Da passiert nichts. Oh, da passiert nichts. Also ich krieg halt Damage, aber es ist kein besonderer Effekt oder so. Oha. Achso. Okay, aber wie viel Damage kriegst du denn so? Warte. Beiß mich nochmal. Warte. So. Um die 155, 160 vielleicht. Ist nicht gerade viel, ne? Nee, das ist gar nichts. Also der war jetzt auch auf 350% Melee Damage. So. Ich hab den jetzt nochmal auf 400% Melee Damage gestellt. Kannst du mich wieder einladen in den Tribe? Ja, warte. Nein! Ach nee, Moment, das muss ich ja anders machen. Moment, ich muss jetzt mal die Dings fragen.